Servus, meine Freunde. Ich habe heute eine Runde Dorfromantik gespielt. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann liken, kommentieren und abonnieren. Und jetzt viel Spaß damit. Jo, Zappalut! Dorfromantik! Das ist ein Spiel für mich. Das probieren wir mal aus. So, klassischer Modus. Ich habe gestern schon ein paar Ründchen gespielt, um reinzukommen. Das Spiel soll ja ein bisschen Entspannung und Ruhe bringen. Und man hat mir ja die ein oder andere Stelle hat mir schon mal nachgesagt, ich sei sehr schnell aus dem Konzept zu bringen. Damit möchte ich einfach ein bisschen Ruhe in mein Streaming-Leben bringen. Und die Musik hier, ne? Ach, das ist schön. Jetzt machen wir das Häuschen da noch dran. Das da. Das hier. Da haben wir schon eine relativ große Stadt hier unten. Das muss zusammen. Das Feld finde ich eigentlich ganz nice. Das machen wir hier dran. Und da, dann haben wir da die Connection auch. Man muss immer genauso viele Felder aneinander schließen, wie da auf dem kleinen Kärtchen über dem Gebiet ist. Wenn man das anschließt, hat man quasi die Quest erfüllt. So wie hier fünf. Wir müssen jetzt noch fünf Bäume dran. Mein Problem ist jetzt aber, gerade bei Bäumen, ich meine. Da kann man das Größenfeld nur so erahnen, weil man sieht es ja hier jetzt gerade. Vier Bäume, dann einer dazu. Ich habe aber auch schon gehabt, dass ich, wenn ich jetzt die nächste Karte, quasi hier die, auch die hier zu sehen ist, da dran mache, könnte es dann auch klappen. Wir werden es ausprobieren auf jeden Fall. So, damit hätte man es. Und das sind ja mehr als vier hier, aber es kommt da rein, perfekt. Es schließt sich perfekt da rein, das mag ich sehr. Dann, das Schiff braucht noch eins. Mit WASD steuert man. Mit dem Pfeiltasten. Die Steuerung ist auch easy. Du machst fast alles über die Maus. Ansonsten WASD. Also auch für Einsteiger gar kein Problem. Super, super entspanntes Spiel, muss man wirklich sagen. Einfach nett. So, das machen wir da dran. Ich würde gerne hier raus. Ich möchte gerne versuchen, in der Mitte alles voll zu packen. Aber das ist meistens schwierig. Wenn wir das so drehen, können wir da noch ein Haus hinmachen. Wir fangen jetzt hier schon mal ein größeres. Oder hier. Wir machen das mal hier hin. Ich gucke gerade außen rum, gibt es manchmal so helle Felder. Da gibt es dann eine neue Karte, die wir dann auch im Spiel in diesem Stapel quasi auf der rechten Seite hier haben, dann auch ziehen können. Da muss man ein bisschen gucken, dass man die freischaltet, weil da auch eine Quest dran ist. So wie hier dieses plus 2, plus 1, plus 5. Das ist an so einem Feld auch dran. Da muss man immer ein bisschen gucken. So, wir machen das da rein. Das glaube ich ist sinnvoll. Geil, da hätten wir hier das Dorf auch und hier auch gleich weiter. So. Wir setzen das Feld da dran. Oder machen wir das hier oben? Ein neues Feld? Ja, ich glaube schon. So, dann bauen wir hier gleich weiter ein Dorf. Mega, das passt ja. Richtig zusammen heute, ey. Ich bin richtig begeistert. Wir gehen hier lang. So, wir bauen hier weiter unser Dörfchen aus. Eine Landwasserstraße. Setzen wir hier unten dran. Man muss auch immer ein bisschen aufpassen, weil manchmal kommen dann auch Karten, die.
extrem viele Felder aneinander erfordern. Es gibt aber auch Felder, die extrem wenig. Also es kann sein, dass hier gleich dann eine Karte kommt, die plus 7 möchte. Oder hier. Ich hätte die jetzt hier dran machen können. Aber das fällt einem manchmal dann auch auf die Füße, wenn man das nicht ein bisschen aufteilt. Zumindest bin ich da ein paar Mal schon so dann im Game Over gelandet. So, das machen wir auch da dran. Noch ein Dorfteil. So. So wie hier. Das kann man zum Beispiel gefahrlos aneinander machen. So, hier oben müssen wir auch mal gucken. Okay, da müssen wir dann... Machen wir das erst zu Ende. Da unten kommt noch eins. So, wir machen das jetzt erstmal da dran. Dann haben wir eine nächste Quest erfüllt. Man bekommt immer 5 Kärtchen hier in einem Stapel, glaube ich. So, jetzt gehen wir hier raus. Das Dorf wird, das ist sehr langgezogen. Sieht ein bisschen aus. Das Dorf von meiner Freundin ist auch so ein bisschen länger gezogen, ja. Dann da dran. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Setzen wir das lieber. So, jetzt würde ich hier das Wasser verlängern. Das ist zu viel. Ärgerlich. So, jetzt. Ich glaube, so ist gut, ja. Das 2, ja, perfekt. Können wir das auch fertig machen? Und dass man die nächsten Plättchen hier unten sieht, ist auch ganz gut. Da kann man ein bisschen wenigstens vorplanen. So, das passt hier auch gut rein. Ich würde gerne das Waldgebiet noch ein bisschen ausbauen, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass, gerade diese Waldgebiete oft mit zunehmender Highscore-Zahl dann auch echt groß und teuer werden. Also man ist am Ende auch echt ein bisschen gezwungen, viel aneinanderhängendes zu bauen, was dann aber nicht mehr so schön optisch auf dem Spielbrett aussieht, muss ich sagen. So, die Quest hätten wir dann auch. Nein, die kann ich nicht mehr weitermachen. Ja, das war jetzt zum Beispiel blöd. Jetzt habe ich verkackt. Schiedel. Ja, dafür holen wir jetzt hier ein bisschen was raus. Ich setze es hier dran. Dann haben wir hier schon gleich viel, viel weniger. Hier beenden wir auch die Zugtrasse, würde ich mal sagen. Oder wir beenden sie halt hier. Ja, ich glaube, wir beenden sie einfach hier. Hier, das könnte jetzt wunderbar. Nee, das nicht, das auch nicht. Hier ist gut, hier haben wir 4. Ja, jetzt kommt ein großes Waldgebiet, das ist natürlich super für uns. Hier haben wir nämlich jetzt schon 1. So, hier auch nochmal. Felder, hier müssen Felder dran. Hätten wir hier. So, das passt doch sehr gut auch hier dran. Also mir ist es tatsächlich gestern extremst auf die Füße gefallen, dass ich so viel auseinandergebaut habe. Also man muss, glaube ich, sehr kompakt bauen. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Weil man sonst echt sehr, sehr schnell den Überblick verliert. Und es passiert jetzt auch schon langsam. Man kann sich immer noch so ein bisschen... Aber man verliert halt schnell auch alles aus dem Blick. Also je größer es wird... Wo
Wunderbar, das gibt Punkte. Ja, das wird jetzt zu viel, oder? Ja, das verstehe ich zum Beispiel nicht. Ein Baum wird gefordert und dieses Plättchen hier, was ich jetzt gerade ausgewählt habe, ist so groß, dass er mehr als ein Baum. So, oh, das ist natürlich richtig gut. Da verbinden wir das nämlich hier. Da kann sowohl ein Zug als auch ein Boot durchfahren. Das ist ein super Teil hier. So, was ist das? Ein Dorf. Ich würde sagen, wir bauen hier hinten mal ein Dorf ran. Das ist, glaube ich, sinnvoll. So, das passt auch. Das passt doch perfekt hier rein. Ich würde es aber so machen. Dann haben wir nämlich mehr Auswahl oder Ausweichmöglichkeiten, besser gesagt. So, das setzen wir auch hier dran. So. Trasse. Setzen wir die hier unten. Oder bauen wir hier oben weiter? Ich nehme mal eine relativ lange Strecke. Mal gucken. Vielleicht funktioniert es ja. Wir haben 40 Karten. Noch ist alles gut. Aber man kommt schneller in die Bredouille, als man eigentlich denkt. Hier geht es nicht dran. Da. Wir können da runter. Gehen wir ein bisschen hier runter. Hier gehen wir auch ein bisschen raus. Ein Häuschen. Das sind so Karten, ne? Die sind echt... Also die sind ätzend. Muss man einfach sagen, wie es ist. Die sind sehr, sehr ätzend. Weil die uns wenig... Hier muss man auch aufpassen. Jetzt ist das Dorf nicht verbunden gewesen. Das ist mir gestern auch ein paar Mal passiert. Da habe ich hier dann eine falsche Karte rangesetzt. Und diese freie Stelle blockiert quasi das Ansetzen nächster Häuser für eine Aufgabe. Also das... Da muss man auch aufpassen. Ich mir ein paar Mal gestern echt den Highscore verkackt. Aber das kriegen wir heute hin. Ich bin tiefenentspannt. Hier muss auf jeden Fall weiter Wasser. Da kann ich jetzt nicht. Da müssen ein paar gerade kommen. Felder, kriegen wir die Felder? Jo, wir kriegen das Feld fertig. Nice, gibt auch wieder... Gab es jetzt vier? Jetzt habe ich nicht drauf geguckt. Vier Plättchen? So wäre schon besser, ne? Für die Häuser. Zehn. Haben wir irgendwo zehn? Neun? Das ist zu viel. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch hier einfach nochmal an. Ein Haus. Wie viel braucht das? 16 Häuser. Haben wir hier irgendwo noch? Davon kommt Wasser. Ja, 16 Häuser kriegen wir ja schon auch hier dran, ne? Das ist ja eigentlich machbar. Noch zwei. 11. Noch eins. Wie sieht's hier aus? 4 und 3? Ja, das nimmt jede Menge raus. Probieren wir hier dran zu setzen. So. 5. 4. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, das war, glaube ich, nicht ganz so smart. So. Felder. Wir machen das hier oben erstmal fertig. Wir haben nicht mehr so viel. Wir brauchen jetzt ganz, ganz dringend...
die Karten. Ich würde, also so 6000 würde ich schon gerne erreichen. Ich weiß aber echt nicht mehr, ob das jetzt noch machbar ist. Also für irgendwelche Profis mit Sicherheit, so irgendwelche Speedrunner in Dorfromantik, die kriegen das bestimmt noch hin. Bei mir bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Hier ist natürlich Feld, das passt hervorragend hier dran. Wasser kriegen wir jetzt auch dann. Oh, das sieht richtig schön aus, guckt euch das mal an. Oh, gut, dass wir eine lange Trasse hier gebaut haben, perfekt. Das ist belohnend. Hier, das darf das nicht abschließen. Das ist kein gutes Stück. Hier kommt auch noch ein Haus dran. Bahntrasse. Ein leeres Feld. Leere Felder, das ist nüchte hier. Das ist sehr belohnend, aber wir brauchen das, ne? Das muss hier dran, ja. Ja, da müssen wir dann echt... Oh, das war... Ich weiß nicht, ob das schlau war, das da hinzusetzen. Bäume aneinander bringt natürlich wenig. Das war mir nämlich... Ach, doch, das können wir da reinsetzen gleich. Wir sind vielleicht noch nicht am Arsch. Wir setzen das mal hier rein. Wir versuchen ein bisschen rauszukommen. Ja, hervorragend. So, das... Wo war die Stelle? Da oben. Ah, wie das schmeckelt! Das ist natürlich auch ein bisschen blöde jetzt. Aber ich glaube, wir können das... Ah, das passt. Oh, das nicht ganz. So passt's. Oh, das ist... Ja, aber hier geht's ja weiter. Das passt so. Genau, so passt's rein. Und dann können wir nämlich hier jetzt... Eins. Und da unten ist noch eins. Da können wir es echt beenden. Dann haben wir hier ein schönes Dorf. Unser Hintertupfingen... Ei, wunderbar. So, dann machen wir hier auch weiter. Dann würde ich sagen, wir öffnen wir oder bauen wir direkt ein nächstes Dorf. Ah, hier ist noch was. Das müsste noch weitergemacht werden. Wir setzen das hier so dran, weil wir dann mehrere Häuser verbinden können wieder. Das hat ebenso gut funktioniert. Wir probieren es auf jeden Fall nochmal. Könnten wir das... Wir haben noch genug, also es dürfte ja nochmal Wasser kommen. Ja, da ist noch eine Wasserstraße. Dann setzen wir das einfach mal... Ich würde die aber auf kurz oder lang würde ich die gerne hier verbinden. Und deshalb machen wir das dahin. Das wird natürlich dann... Wir machen das da mal hin. So, hier können wir das nicht weitermachen. Machen wir hier. Hier die Wasserstraße weiter. Hier die Dörfis. Okay, das möchte sich nicht angliedern. Schienen. Schienen brauchen wir hier. Oh, und da ist auch Wasser dabei. Das passt sehr, sehr gut. Wasser machen wir. Nee, lieber hier. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier den Zug nicht mehr schaffen jetzt. Da oben? Ja, das ist ja noch besser.
Ah, nochmal Glück gehabt. Kommen wir gut raus. Da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht zubauen. Das darf nicht sein. Wir können es aber, glaube ich, gut verbinden miteinander, wenn wir hier dann ein großes Stück reinsetzen. Genau, dann machen wir nämlich hier jetzt einen Bogen. Ein großes Dorf. Wir haben noch 30 Karten. Das muss ich mir von hier angucken. Ist zu groß. Das passt. Haben wir hier hinten noch Felder? Hier hinten? Nee. Ah, das sieht schon echt sehr entspannt aus. Ja, hier wär's. Hier wär's halt top. Aber ich glaube, hier hinten ist auch gut, oder? Ich glaube 20, aber. Kriegen wir noch ein paar Quests fertig vorher? Ja, die Bäume kriegen wir auf jeden Fall fertig. Wir können es auch einfach hier dran setzen. Ja, wobei, ich würde gerne. Nee, wir setzen es mal hier hin. Ich meine, es ist zwar jetzt ein bisschen gefährlich, das zu machen, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, hier, das passt. Ah, das gliedert sich wunderbar an. Das ist perfekt. So, dann setzen wir nämlich das dahin. Und dann haben wir die auch verbunden. Wir könnten aber auch die so verbinden. Oh, das war, glaube ich, jetzt kacke. Gibt's da? Oh, das weiß ich natürlich jetzt nicht. So. Immer mit der Ruhe. So eine Dorfromantik baut sich nicht an einem Tag. So, wir können das hier dran setzen. Und dann hätten wir hier, ist auch, oder? Gleich die Verbindung zu dem. Perfekt. Das ist ein bisschen wenig Wald. So, aber wir können das hier verbinden und hätten damit halt auch ganz entspannt neue Karten. Wir könnten den Wald, ja, wir bauen hier jetzt den Wald so ein bisschen rein. Das ist gut. So, und das rettet uns jetzt wahrscheinlich auch den Allerwertesten. Ich habe es vorhin gesagt, hier diese Türme, die sind so wichtig. So, hier setzen wir jetzt das nächste Stück dran. So, ich glaube, so ist besser. Oder so. Weil dann können wir da noch eine große reinsetzen. Ja, ich probiere es einfach mal so. Hier kommt das nächste. Ah, ey, wie das sich einfühlt. Das ist der Wahnsinn. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das hier. Ah, ich glaube, ich würde mir das lieber aufspannen mit einer Geraden. Mit einer Geraden, glaube ich, rette ich es hier gut raus. Oh, 3 auf einmal. Das gibt Punkte. Und Karten natürlich. 5700. Ich bin begeistert. Wir setzen hier Wald. Wobei, hier, wenn wir das beenden, ist das natürlich super. Das heißt, wir kriegen hier extra Punkte. Oder? Nee, doch nicht. Schade. So, und hier hätten wir eine gute Verbindung zu allen 3 Feldern. Das passt perfekt da rein. Hier, das geht leider, eine Gerade habe ich gesagt, ne? Aber wir können es so machen. Das heißt, wir könnten es vielleicht, wenn wir Glück haben, verbinden.
Das drehen wir raus, dass wir in viele Flächen reinkommen. Oh, 500 Wald. Das sollten wir auch hier... Ja, wunderbar. Dann setze ich das doch da rein. So. Haben wir am meisten Platz. Oh, perfekt. Das hat jetzt wieder Punkte gegeben. Das verstehe ich zum Beispiel nicht so. Wir brauchen die hier oben. Und wir müssen hier ein bisschen raus, um einfach Sicherheit zu haben. Ja, eine Gerade. Das ist gut. Hier ist ein Feld angeschlossen. Das machen wir dann, würde ich sagen, drehen wir das so. Können wir die nämlich da dran machen. Dann haben wir hier keine Lücke. Hier sind Bäume. Ne, hier nicht. Schließt sich nicht an. Das schließt sich an. Genau, wir müssen das, die Dörfer auch ein bisschen verbinden. 15 und 14. Das passt, glaube ich, ganz gut. So, hier geht's auch weiter. Das geht nicht. Das geht. Ah, da fehlen 8 Stück. 8 maximal dürfen dran sein. Ja, das ist auch zu viel dann. Haben wir noch irgendwo. Hier, das ist doch super. Das. Nee, das geht ja nämlich ins. Nee. Da müssen wir das. Ja, das passt doch ganz gut hier rein. Oh, da müssen wir aufpassen mit dem Wald. Ich würde aber trotzdem gerne, dass es in die Richtung weitergeht, weil ich die Hoffnung habe, dass wir es doch irgendwann da dran bekommen. So. So ist, glaube ich... Oder hier oben? 14. Wir haben 31 Karten. Ist halt auch nicht so viel, wie man dann immer denkt, ne? So, wir können die zusammenschließen. Dann bauen wir hier oben raus noch ein großes Feld. Mit einer Trasse. Das könnte auch hier ganz gut passen. Aber ich würde es, glaube ich, so machen. Können wir das gleich verbinden. Auf kurz oder lang wird das auch hier dran kommen. Wir brauchen hier noch ein bisschen Wasser. Nächste Quest fertig. Oh, ich bin richtig im Rausch, im Dorfromantik-Rausch. So, den Wald hier dran. So. So, die Felder können wir, glaube ich, hier gut nutzen. Um sie zu verbinden. Oh, da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Wie wir hier rauskommen. Also da darf nichts mehr dran. Wir könnten es so machen. Ich mach's mal so. Schließen wir das da an. Wir brauchen hier noch 5. Die geht hier weiter. Das. Nee. Es ist zwar riskant, aber wir gehen auf die Geraden. Ich möchte echt lieber eine Gerade haben. Nee, hier hinten nicht. Auch nicht. Wir probieren es so. Das ist zwar ist sehr riskant und ich weiß nicht, ob das so schlau war, das dahin zu machen. Aber wir probieren es. Wir haben hier unten auch noch Wald und Wiese, die wir verlängern müssen. Hier können wir das Haus anschließen. Aber oh, 27. Das könnte aber... Ja, hier gibt es doch... Das ist doch... Ja, Wald gleich mit dazu. Das ist perfekt. Dann kommt hier die Gerade mit dazu. Dann können wir das erschließen. Dann bindet das zusammen.
Dann haben wir eine große Wasserstelle. Die können wir, glaube ich, gut nutzen, um von hier ab weiterzugehen. Da oben haben wir auch schon eine Kurve, die ins Nichts führt. Da vielleicht. So zweigt es mehr ab. Ja, das kommt da dran. Dann jetzt hier noch ein paar Häuser. Das ist natürlich. Die passen nicht anders dran. Da brauchen. Dahin ist zum Beispiel jetzt eine neue Karte. Da müssen wir auf jeden Fall versuchen, dran zu kommen. Weil. Oh. So. Da kommen dann die Schienen. Diese Schienen, die nerven mich hier. Die brauche ich nicht. So, lieber so, dann haben wir da noch ein bisschen mehr. Wir brauchen echt ein paar neue Karten. 13 ist viel zu wenig. Wir müssen hier ein paar Quests jetzt erledigen. Ansonsten sind wir am Arsch. Yo, Doppel. Also die Felderquests hier hinten. Ne, hier, das können wir nicht verbinden. Aber, ja, wir machen es so. Hier hatte ich auch noch ein paar Züge. Oder Schienen, besser. Schienentrassen. Anschließen kann ich die jetzt hier nicht, ne? Das wäre halt schon schön, wenigstens ein paar Häuser schon zu haben, weil wir haben so wenig Karten. 32 ist jetzt natürlich nicht die Welt, ne? Vorher sind es 35. Wir probieren's. Wunderbar, das hätten wir auch. Die Quest ist auch erledigt. Wir haben keine aktuelle Waldquest, aber wir haben eine Wasserquest, die damit beendet wäre dann. Ne, eins noch. Hier könnten wir die Häuser dran setzen. So. Ich glaube, so ist es sinnvoller. Felder. Oh nein, wir haben die verkackt, oder? Nee. Oh Gott, was ein Glück. Die Wasserstraße haben wir hier jetzt auch. Die machen wir aber hier weiter. Ich würde gerne wieder ein bisschen rumkommen hier. Ein Glück. Die rettet uns, glaube ich. Jetzt müssen wir die nur smart setzen. Das sind 1, 2, 3, 4. Das. 3 kommen dann noch hin. Nein! Oh oh, jetzt komme ich ein bisschen ins Schludern. Das ist nicht gut.
die Häuser. Boah, 45 braucht es. Das 9 und der Wald 700. Hier ist eine große Häuserreihe. Hier kommen auch noch 20, eine Grünfläche. Das sind wirklich so Flächen, die kann ich überhaupt nicht leiden. So, rette uns, bitte. Das ist zu lang dann. Okay, wir müssen zwei. Wir müssen das jetzt machen, auf jeden Fall. Safe. So. Dann machen wir hier. ...14 Karten nur noch. Wir müssen Quests erledigen. Wir müssen Quests erledigen. So ging es weiter. Aber nicht gut. Hier ging es auch weiter. Hier auch. Wir probieren es so. Ich weiß nicht, ob das jetzt smart war. Oder ob das kacke war. Ich muss hier irgendwie rauskommen. So ginge es. Dann hier ein Feld. Ich könnte das Feld aber auch so setzen. So. Ich glaube, wir haben versagt, oder? Wieso kann ich das da nicht dran setzen? Na, aber es geht hier dran. Das ist schon mal... Da kann ich nichts mehr hinsetzen dann. Ich glaube, das war kacke. Wir versuchen es hier. So, ich sehe da nämlich relativ viele Feldkarten. So, die ist damit erledigt. Kriegen wir wenigstens wieder ein paar. Wir müssen uns jetzt retten. Ich möchte die 8000 haben. Das muss drin sein jetzt. Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt hier. Ja, dann setze ich das auch vielleicht damit dran. Und das... Oh ja. Wichtig, wichtig, wichtig hier. Auch wichtig. Sehr wichtig. Aber das Wasser versperrt uns den Weg. Wir müssen hier aufpassen. Müssen wir... Oh, das sind halt 4 Häuser jetzt auch gewesen, ne? Ja, und die haben es verkackt. Ah, oh, Mann. Oh, aber hier geht es dafür weiter. Das ist gut. Noch ein Feld. Ne, da muss ein ganzes ran. Nein! So knapp!
So, naja, meinen alten Heist habe ich leider nicht geknackt, aber ich muss sagen, das ist ein sehr entspannendes Spiel. Ich glaube, das kann man häufiger mal spielen. Und ich meine, für 7 Euro auf Steam könnt ihr damit nichts verkehrt machen. Also ladet es euch mal runter und sagt mir, wie euer Highscore war.